Gut, hallo. Und da bin ich jetzt mal wieder bei den SimCity Let's Play. Es geht endlich wieder los. Und hier sind wir jetzt auch mit dem Akira. Mahlzeit. Ja, da haben wir jetzt ihn auch wieder von LRFQ. Könnt ihr auch gerne raufgehen. Müsst ihr einfach nur über uns gehen und dann seht ihr das sofort. Einfach nur raufgehen und Spaß haben. Naja, auf jeden Fall, wir suchen uns jetzt hier eine Stadt aus. Und ich habe das schon angekündigt. Wir machen das SimCity Let's Play weiter. Und wir machen das genauso wie mit Outlaw. Gründen eine Stadt, gehen beide in dieselbe Region und spielen einfach ganz gemütlich und reden dabei. Und dann Richtig. suchen wir uns jetzt hier mal eine Stadt aus und laden ihn gleich mal ein. Ja, jetzt dann auch nochmal an meine Leute, Halli, Hallo und so. Ja, Pasco hat ja soweit dann schon alles gesagt. Wir werden jetzt ein schönes SimCity Let's Play anfangen. Ja, ausgemacht hatten wir jetzt eine Region mit 16 Städten. Die seht ihr jetzt noch nicht. Ja, wenn ihr bei Pasco reinschaut, könnt ihr das auch nochmal gerne anschauen. Ich werde hier quasi gleich einfach nur eingeladen. Und wir haben jetzt erstmal nur, ja, grob abgemacht. Jeder hat quasi seine 8 Städte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal bei mit einer nur an, ne? Ja, jetzt sehe ich hier gerade, wie wann das sieht. Da. Also jetzt, ich weiß wieder, wie man das machen kann. Und zwar bei Freunde einladen muss man einfach nur auf eine Stadt gehen. Jetzt muss ich dir natürlich jetzt eine Stadt geben, bevor ich dich einladen kann. Und Ja, dann. weil du nicht neben mir sitzt, kannst du jetzt natürlich auch nicht sehen, welche Stadt Pass du. auf, dann nimmst du jetzt einfach mal. Ich kenne ja die Region ungefähr. Wo bist du denn hingegangen? Ich bin da, wo ich letztes Mal auch war. Also das ist jetzt eine sehr gute Angabe. Ah, doch, doch, das ist schon okay. Dann steck mich mal. Du bist ja ziemlich in der Mitte. Ja, gut, ich weiß nicht, wie die Karte halt bei dir gedreht ist, aber ziemlich in der Mitte, da wo du auch der Berg war auf der einen Seite, ne? Richtig? Berg war auf der einen Seite. Ach so. Da, wo Percys Stadt mal war. Nur da drüber. Ja, quasi genau. Und da kannst du mich einfach mal hinhauen. Burghaus. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da musst du einfach mal. Da werde ich schon mit klarkommen. So einfach ist das. Also dieser kleine Hügel Wobei, drauf war. ich war eigentlich der Meinung, das ging auch anders. Nee, das ging nur so. Das kann ich mich jetzt auch wieder daran erinnern. Na gut, dann wird das wohl so sein. Kann man gerade noch mal Sonst schauen. packe ich dich einfach zu Percy Stadt, wo die Megacity mal früher war. Das kannst du machen, genau. Okay, Freunde einladen. Jetzt habe ich dich aber nicht als Freund. Ja, das ist ein kleines Problem. Dann würde ich ganz einfach mal sagen, dann machen wir mal hier einen ganz kurzen Cut Ja, dann sehen wir uns gleich und dann wieder. sehen wir uns gleich wieder, ganz genau. Und da sind wir beiden auch wieder. Also wir beide. Hoffentlich ohne weitere Probleme. Unterbrechung und Probleme, genau. Wir haben das jetzt so weit hingekriegt, nach ein bisschen Grübeln und Fragen und Anfragen schicken. Und dann machen wir das einfach mal ganz kurz und laden Akira ein. Eine Jo, Einladung verschickt. Okay. das sieht doch gut aus. Genau, siehste, wusste ich's doch. Und jetzt kann ich nämlich auch auswählen, was ich haben mag. So, dann schnappe ich mir jetzt einfach mal eine, ja, quasi direkt neben dir. Ja, nehmen wir die oder die? Wir nehmen die hier. Okay. So, wie nennen wir sie denn? Ach nee, können wir ja noch gar nicht. Das kommt ja Doch, erst können wir. später. Das können wir schon. Das ging schon. Das geht immer. Die sagen das nur später. Leider. Wo kann ich das denn hier umbenennen? Ich sehe das hier jetzt gerade aktuell nicht. Ich habe mir schon einen tollen Namen ausgesucht. Leeson. Heißt der wirklich so? Leeson, nein. Da fehlt eine E. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die Stadt hier, so Gaugingtal, und ja, bin dann damit ein Nachbar. Gaugental. Lustig. Das war jetzt der Standardname. Ja, Standardname. Ehrlich? Schauen wir mal, schauen wir mal. Da werden wir wohl wahrscheinlich noch irgendwann irgendwas anderes hinkleistern. Ja, treibe Lamas zusammen, das kennt man ja. Jeder, der schon mal SimCity gespielt hat. Und super Inhalte zum, ja, es ist, nein, das interessiert uns alles gar nicht. Dieser ganze Rotz. Ich habe mich schon immer gefragt, ob der Typ irgendwie eine schreckliche Erlebungs irgendwas Schreckliches erlebt hat mit Lamas, weil der immer irgendwas von Lavas labert. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wurde er mal von Lama angegriffen und seitdem verflucht er sie in diesem Spiel. Das kannst du natürlich haben. Das kannst du natürlich haben. Das sind vielleicht Sachen, die man aber niemals rausfinden wird. Wer weiß, wer weiß. Naja, Ach um ehrlich ey. zu sein, wollte ich nur Spannung herbringen. Nein. Ja, man muss ja auch mal mit solchen Sachen mal, ne? Ja, Klarkommen. irgendwann.
Ich, oh Gottes Willen, ich bin ja jetzt schon ein bisschen raus, muss ich sagen. Es ist schon ein kleines bisschen länger her, dass ich SimCity gespielt habe. Wo haben wir denn die Stadt von dir? Die müsste doch eigentlich. Da ist das Wasser. Habe ich nachher gesehen. Ich bin doch nicht da, wo ich früher war. Aber die werde ich nachher auch noch mal nehmen, weil die fand ich eigentlich ganz gut. Ach, mir ist das eigentlich im Moment relativ egal, muss ich sagen. Ich fange auf jeden Fall schon mal an, so ein bisschen geistig vorzuplanen. Also hier werden wir auf jeden Fall den Bahnhof umkleistern irgendwann mal. Ich glaube, ich werde irgendwas mit dem Bahnhof machen. Ja, ich brauche auch wahrscheinlich einen Bahnhof, aber ich habe gar keine Schienen, wie ich gerade sehe, oder? Doch, ich habe Schienen. Ich habe vor, eine Casino-Stadt zu bauen. Oha, eine Casino-Stadt. Ich Ja, habe ja auch dann. gelesen, das bringt zwar mehr Verbrechen, aber man kann es ja mal versuchen. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. So, wir fangen mit der mittleren Dichte an, einfach auch um ein bisschen Geld zu sparen. Ich gehe sofort in die Ruinen. Ah, ich bin da ein bisschen vorsichtiger geworden. Bei der anderen Stadt bin ich damit glücklich geworden und ich hoffe, dass ich hier das genauso schaffe. Ja, und jetzt Aber stelle natürlich hat ich meine Stadt keinen Strom. schon mal das erste Problem fest. Ich habe hier so eine komische Rundung. Die muss ich erstmal hier irgendwie rauskriegen, wenn ich hier vernünftig bauen möchte. Nun gut. So fängt das ja schon mal gut an. So. Wir brauchen Hilfslinien. Die sind doch ganz cool, die Dinger, ne? Ja, die helfen auf jeden Fall schon enormst. Das muss man wirklich sagen. Was ich komisch finde, immer da, wo ich das Windkraftwerk hinbaue, baue ich auch sofort den Turm hin, weil es da, den Wasserturm, weil es da immer so viel Wasser gibt. Ich verstehe es nicht, warum ich es da immer hinpacke, wo es auch Wasser gibt. Naja, haben Tja, wir wenigstens vielleicht beim alles. nächsten Mal erstmal schauen. Wäre vielleicht eine Maßnahme, aber das Problem werde ich vielleicht auch gleich bekommen. Aber das soll mir jetzt erstmal egal sein. Wir machen Mal jetzt kurz bei erstmal den hier Einstellungen. so ein bisschen was davon, so ein bisschen was davon. So, das Windkraftwerk kommt hier hin. Zack. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich das gleiche Problem, was. Och, also nee. Da habe ich gar kein Problem. Ich habe gut Wasser, viel Wasser. Sehr Ist doch viel in Wasser. Ordnung. Also Jetzt da schon brauche das hier ich. bauen? Nee, ich bin schon im Minus. Lass mal stecken. Ich will nichts ausgeben. Ich will Gewinn machen. Ja, siehst du, da geht's schon los. Naja, das kommt noch. Ich habe ja noch nicht alle Häuser hier fertig, wo noch Häuser kommen und noch gar kein Gewerbegebiet. Gleich werden die wahrscheinlich sagen, zu wenig Kunden, aber dann machen wir einfach noch mehr. Ja, das sollen die meckern. Die besten Städte in SimCity waren immer die, wo es das, ja, nicht das gab, was die Leute wollen. Frag mich nicht warum, das ist irgendwie eine ganz komische SimCity-Macke, aber es war schon immer so. Naja, wenn sie es so schaffen, lass sie doch. Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wir machen das dann eben auf unsere Art und die machen das dann eben auf ihre gute, beschissene Art. Wir brauchen Strom in dieser Stadt. Dann geht doch arbeiten! Ja, bei uns haben sie hier schon eine Petition eingereicht. Die wollen ein Bürgermeisterhaus. Ja, ehrlich? Naja, ein Gemeindehaus, nicht Bürgermeister, Gemeindehaus? Entschuldigung. Ja, Bürgermeisterhaus, stellen Sie die Stromversorger. Da brauchst du noch ein bisschen mehr, glaube ich. Über Ja, gucken wir 10.000 mal. Sims. Bisher 85. Boah, ich bin 90. 90 Sims wohnen in meiner Stadt. Ist das nicht toll? Da ist ja noch nie mal ein Kleindorf. Bei mir sind es schon 100, 200, 228. Naja, wächst ja schon. Gemeindehauspetition zum Bau Wächst und genehmigt. gedeiht, genau. So, wir schnappen uns jetzt aber ehrlich gesagt erstmal hier noch eine Straße. Das brauchen wir hier vorne noch nicht. Gemeindehäuser sind nämlich ein schöner Beliebtheitsmagnet. Aber die wollen ja Jawohl. alle Strom, die haben doch Strom. Habt ihr Strom? Ja, ihr habt Strom, ein bisschen Strom. Vergabe eines Stadtnamens, habe ich doch schon. Ah. Strommangel. Ja, da müssen wir so oder so noch mal schauen, dass wir vielleicht relativ Bürgermeister zeitig. der Nachbarstadt auf Besuch. Was? Nachbarstadt. Oh, Jetzt was für schon? eine Ehre. Ich bin doch hier am Arbeiten. Ich habe doch gar keine Zeit, Mensch. Naja, Unglaublich. dein Das Skin wohl schon. war meine Sekretärin. Die Ja, genau. hat da ein bisschen was durcheinander gebracht. Was die wohl von So. uns möchte. Geschlossen. Wir stellen neue Leute ein. Vergabe eines Städtenamens. Ja. Da müssen wir uns jetzt mal einen schönen Städtenamen aussuchen. Naja, bist direkt neben mir. Ich sehe schon hier deine Straße. Hast du keine Häuser? Ach nee, doch nee. Da schauen wir Straße, doch glatt hallo? mal. Ah, da bist du ja, in meinem Oh, da Haus. hinten. Da
schauen wir Du doch glatt noch bist. mal rüber. Da besuchen wir dich jetzt nicht mal richtig, so mit auch angucken und so. Okay, wenn du das machst, mache ich bei dir auch. Wir wollen ja auch deine Stadt sehen, ja, wie weit du schon gekommen bist. Da bist du ja. So, und wo ist mein Bürgermeister? Wo bin ich? Da Also bin bei mir ich. bist du gerade weggefahren. Ach Und so, jetzt bin ich kommst schon du in wieder echt. weg. Ah, Na da bin denn, ich jetzt na auch denn. ehrlich. Ja, wir haben uns beide gegenseitig richtig gut besucht. Ja, dann passt das doch. Dann passt das doch. Ja, Ja, sieht jetzt. schon sehr gut Ach aus. da, nee, ich bin gerade erst auf dem Weg zu dir, sehe ich gerade. Ich Also komme ich gleich fahre erst gerade wieder an. weg. Interessant, interessant. Gucken wir mal bei mir. Na gut, das sehe ich jetzt gerade nicht. Interessant. Das scheint dann ja auch so ein bisschen serverseitig, das zu berechnen. Also bei mir bin ich jetzt gerade quasi eine Straße an der Ecke da zum Gemeindehaus. Jetzt fahre ich zum Gemeindehaus. So, dann wollen wir mal gucken, was du hier so Schönes baust. Ja, ich habe so ein komisches Ding irgendwie ein bisschen schief da auch geworden bei der Straße hier. Naja, Ah, solange sowas da passiert. Häuser stehen, ist noch alles okay. Ah, so schlimm ist das nicht, so schlimm ist das nicht. Auch die Kreuz- und Querstädte können ganz gut sein. Ich habe schon mal eine Stadt gesehen, die wurde in einer Schlangenlinie gebaut. Ja? Und dementsprechend ist der Verkehr auch genau so gefahren. Ach, da bist du ja. Da fährt er hier noch rum. Und naja, also die Stadt lief eigentlich sehr gut, bis irgendwann, naja, so viele Autos waren, dass die sich wirklich so blockiert haben, dass gar nichts mehr ging. Das war bei meiner Stadt auch mal früher so. Da will jemand Ah. das Industrie haben. Das Geilste war dann aber, er hatte dann einen Tornado bekommen und der hat dann sämtliche bösen Autos mitgenommen. Ist ja geil. Naja, ich wollte auch noch was sagen. Und zwar, früher war das ja so, Katastrophen gab es ja überhaupt noch gar nicht. Ne? So einfach so jetzt mal kommen. Die jetzt einfach mal so kommen. Jetzt sind die Ja. zahlreich. Letztens hatte ich in meiner Stadt Asteroideneinbrüche, Zombies und Erdbeben. Oha, oha. Ja, das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Und ich meine jetzt nicht die Zombies, die das Video gesehen haben von den Atomexplosionen, die in meinem Kraftwerk passiert ist, die ich herbeiführen wollte, sondern ich meine wirklich danach die Zombies, die nochmal kamen. Also wer das noch nicht gesehen hat, es gibt ein Video, das heißt Zombie, also Kernschmelze und Zombies. Ruby, das hört sich ja gefährlich an. Naja, ich habe mal geguckt, was die Zombies denn wollen. Sucht nach leerem Gehirn oder so, frisst Gehirne oder so, Herkunft, verlassenes Gebäude. Oha, ja, da muss man natürlich dann mal drauf achten, dass da keine verlassenen Gebäude rumpimmeln. Aber ich hätte mich auch sehr dafür interessiert, weil letztes Mal, als ich dann so ohne Kernschmelze Zombies gekriegt habe, da waren ja keine verlassenen Gebäude, meine Stadt lief super, hätte ich mich mal interessiert, wo sie diesmal hergekommen sind. Das ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht gerade ein ganz frisches Gebäude, was gleich danach wieder besetzt wurde? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn Zombies kommen, sieht man bei der Klinik grünes Licht, also was da blinkt die ganze Zeit. Das ist überhaupt mal eine Maßnahme. Zwar jetzt nicht Klinik, aber da hast du mich gerade auf eine andere Idee gebracht. Und zwar, irgendwie leckt das hier gerade bei mir ein bisschen. Und zwar Abfall. Wir wollen ja auch, Jetzt dass schon. unsere Sims es gut geht, ja klar. Naja, Abfall so früh wie ich möglich ist muss ganz erstmal gut. warten hier. Na, okay, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen knappig. Die Straße können wir uns nicht mehr leisten. Das ist immer so eine Scheiße. Die arme Straße, die können wir uns nicht mal leisten. Nö, alles arme Schlucker. Naja, 350 Einwohner. Dann mache ich einfach mal ein kleines bisschen schneller. Ja, eigentlich auch eine gute Idee. Habe ich ganz vergessen. Danke, dass du mich drauf gebracht hast. Denn Ah, bei siehst du Percys wahr, siehst du Stadt und wahr. bei meiner, also bei Outlaws Stadt und bei meiner, die sind beide unterschiedlich gewachsen. Weißt du warum? Na, wahrscheinlich, weil er die Geschwindigkeit benutzt hat. Ich hatte die ganze Zeit die erste Stufe. Ja, das ist natürlich klar. Die ganze Zeit, wirklich. Das ist natürlich klar. Ja, da sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man, wenn man wirklich Knete-Probleme hat, dass man dann zusieht, dass das wieder, ja, gegengearbeitet wird. Und wie soll es besser gehen als mit Zeitbeschleunigen? Solange man im Plus ist, das ist natürlich klar. Sonst hätte man Pech und kriegt das Gegenteil, was man eigentlich wollte.
So, Entschuldigung an alle nochmal. Ich wollte nochmal eben überprüfen, dass hier auch wirklich alles hoch ist. Ja, ist es. Irgendwie sieht das ein bisschen schwammig aus, so von oben. Ich hatte das alles schärfer in Erinnerung. Nee, das, ich muss mich auch daran gewöhnen. Jetzt hier mache ich mal ein bisschen Quatsch. Als ich schon mal wieder SimCity spielen wollte, damit ich mich drauf vorbereiten kann, bin ich so ein bisschen rumgependelt, also mit der Maus, ne? Also bin nach vorne, nach hinten. Es ging so schnell, ich konnte gar nicht richtig gucken. Okay. Arbeiter pendeln, oh, die gehen bei dir arbeiten? Hey, die sollen bei mir arbeiten, hier gibt es genug zu arbeiten. Bei mir ist schöner. Bei mir ist schöner. Hi. Hier ist viel schöner. Klar. Komm Alle nach zurück. Gaugingtal. Gaugingtal, da gibst du gute Arbeit. Das gute Geld. Nein, da stoßen nicht meine Arbeiter an, ich brauche die noch. Die kommen hier alle her. Hier Nachfrage nach Gewerbegebieten ohne Ende. Also. Bei mir gehen sie runter, danke schön. Ach nee, jetzt wieder hoch, danke. Interessant, interessant. Naja, ist ja eh immer so eine Frage der Nachfrage, ne? Eine Frage der Nachfrage. Das ist ein guter Satz. Den muss man sich merken. Ja, was bauen wir denn als nächstes? Irgendwas Größeres? Wir brauchen eigentlich schon irgendwie Ich warte, bis sie da Abfall. mitkommen. Immer alles kreuz und quer. Was machen die denn hier für eine Scheiße? Naja. So, wir werden uns jetzt hier einfach mal so schön einen Abfall hinlegen, weil das hier wahrscheinlich gar nicht so schlau ist. Ach so, ich dachte, du meinst Mülleimer mit Abfall. Dabei machst du jetzt hier Abwasser. Nein, Abwasser. Abwasser, okay. Aber das war auch gar nicht Du so kannst das schön klug. ins Wohngebiet legen. Das mögen sie bestimmt. Muss ich zwangsweise, weil ich nicht auf den Wind geachtet habe. Ehrlich? Und ja, jetzt muss ich mich Bitte. erstmal in eine andere Richtung ausweiten. Aber das werden wir dann alles noch sehen. Das wird schon klappen. Das wird schon klappen. Da bin ich mir sicher. Macht doch Spaß. Ja, wir sind inzwischen bei 1300 Einwohnern angekommen. Immerhin. Was? Ja. Nein. Ich, was Ja. machst du denn da mit deiner Stadt? Wieso? Kriegst plötzlich so viele Einwohner, also die ganze Zeit Einwohner. Wie soll das denn gehen hier? Ach, ich habe noch nicht mal meine ganzen Bauflächen bebaut. Also, da geht noch mehr. Hör ich schon. Gucken wir mal. Wir machen mal hier den Ring nochmal voll. Später können wir sie einfach rausschmeißen. Mit Zwangsräumung und so. Naja, ist auch immer beliebt, ne? Bitte verlassen Sie das Haus. Ja, leider, leider oft gesehen, oft gehört. So, können wir uns denn noch irgendwas leisten hier? So eine Straße? Nicht mal ansatzweise. Ist doch Mist. Tja, was macht man denn da? Einfach noch ein bisschen abwarten. Bei mir sieht's auch so aus. Oder Ich man versuche baut hier. woanders eine Straße. Ha! Ja, ich versuche hier Entschuldigung? verzweifelt ein paar Straßenecken schon mal vorzubauen, damit ich sie nachher beenden kann. Aber es sieht im Moment eh sehr, wie ich eben schon gesagt habe, kreuz und quer aus. Ja, Ich das müsste ist ein Grund, warum ich ungern Vierecke komplett mehr Jobs. so aus mehreren Jobs bauen, genau. Also ich mache es gerne in einen Zug. Ich merke auch gerade hier, habe ich auch eine Kachel, die nicht ganz so schick aussieht. Aber naja, dann ist das halt so. Also er sagt hier, eine grüne Wolke, er sagt hier, wir Sims haben es nicht leicht, aber wir kommen schon über die Runden, als wenn er es wüsste. Und jetzt sagt er, stimmt's? Fragezeichen. Da könnte ich jetzt auch einfach ja sagen, aber ich könnte auch nein sagen. Interessant, ja, jetzt sieht man auch dein Städtchen da hinten schon langsam am Wachsen. Ich liebe die Turbinen, wunderschön. Ich liebe diese Turbinen. Ah, ich glaube, der scheint wohl direkt neben Kraftwerk zu wohnen. Nee, der ist ein paar Kilometer entfernt, würde ich sagen. Deshalb Oha. verstehe ich ihn noch nicht. Naja, die haben wohl alle einen Gehörschaden. Obwohl, das ist ja gut, wenn sie so weit hören können. Aber die Autos würden dann ziemlich nerven. Die Erde wird ihnen dafür danken, dass sie den Wind als Energiequelle verwenden. So, jetzt geht's auch schon los, dass die ersten Leute hier Parks haben möchten. Oh ja, erinnerst du mich auch wieder dran? Naja, kann ich mir im Moment doch leisten. Ja, mach mal einen Spielplatz hin für die Kleinkinder. Spielplatz. Ja, so Fußballplatz wäre schon toll, wenn nicht so Ja. extremst teuer wäre. Also ich mag eigentlich mehr schaukeln. Deshalb brauche ich jetzt eine Schaukel. Ja. So ein Sportplatz, da sollte auch erstmal reichen, so ein Tennisplatz. Da haben sie dann was zu tun, die Sims. Und halten den Mund. Das ist doch ein Plan.
Ich würde gerne neue Leute kennenlernen. Ja, kannst auch in den Park gehen. Da spielen kleine Kinder. Da hast du schon mal den Anfang, genau. Genau. Klein anfangen und groß aufhören. Ja, also wie spät haben wir das denn jetzt eigentlich? Du hast es gut. Du kannst bestimmt auf die Uhr gucken. Ich kann nicht auf. Na, ich würde mal sagen, wir sind auch so langsam schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe es Ja, so jetzt schnell geht nicht das. ganz 100% im Blick. Das war wohl ein kleines bisschen länger als, naja, geplant war, aber so ist es ja meistens mit der ersten Folge. Da erinnern wir uns doch an die erste Folge, die ich jemals auf Pasco Game gestellt habe. Die ist 40 Minuten, 30 Minuten oder 40 Minuten lang. Oha, Unglaublich. oha. Ja, sowas muss aber auch mal sein. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal die Zeit ein bisschen runtergedreht, auf normal zurück und würde dann einfach mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da weinen und da werden wir vielleicht ein Krankenhaus bauen. Also tschüss. Auf bald.